Yo, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Batman. Ja, immer noch hier in einem 70er-Jahre-Outfit. Wir haben ja letztes Jahr mal die Diskussion angestoßen, welcher Schauspieler Batman am coolsten verkörpert hat. Michael Keaton, Val Kilmer, der Clooney George oder Christian Bale, den ich persönlich als richtig cool empfand, diesen Batman. So richtig dunkel und richtig. Bitte, hilf mir, Ja, wie ihr sonst seht, werde bricht ich das Eis, wenn man verrückt. da Ich drauf muss springt. langsam sein, mir Zeit lassen. Genau, jetzt haben wir hier wieder so einen Hier, Sensor. drüben, bitte. Bitte, Und auch wenn hilf trotzdem, wenn man sehr langsam mir. geht, kann man. Festhalten. Kann man trotzdem nicht Hier allzu dürfen oft Sie da lang sicher sein. gehen. Vielen Oder Dank. der Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe Sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Und Oder wie hat der aktuellste Batman, der halt ist, Ben Affleck, den ich persönlich irgendwie sehr merkwürdig finde als Batman, ganz ehrlich. Ja, das ist unser Problem. Hier ist ein riesiger weißer Hai drin. Wir könnten uns da nicht rüberziehen, aber wir können da jetzt noch gar nicht hin, glaube ich. Wir müssen erstmal. Ja, ihr seht. Um da hinzukommen, brauchen wir erst ein Gefährt, was uns über das Wasser bringt. Wir können ja nicht durchs Wasser schwimmen und wir können uns einfach nirgendwo anhaken. Und das Gefährt seht ihr hier. Das ist ein Floß. Aber da, über das Eis kommt man nicht mit dem Floß. Glaube, es geht nicht anders. Wir müssen, glaube ich, erst hier lang. Die verdeckten Ermittler brauchen meine Hilfe. Wenn ich Nee, sie im ne? Eis lasse, erfrieren sie. Wie komme ich denn da hin? Hier ist doch nur das eine Floß und kriegt doch nicht darüber, oder? Man kriegt über das Eis. Nee. Da oben ist noch ein Floß. Glaube, wir brauchen das Floß. Da oben steht noch ein Floß, genau. Oder wie gesagt, den allerersten Batman in den 70er Jahren, Adam West. Vielleicht. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Wir müssen jetzt erstmal hier Typen retten. Da oben, da ist noch ein. Da oben dann erst mit einem. Tatsächlich. Besseren abmachen, dann kann man das hier herziehen. Ja, und so müssen wir uns hier fortbewegen und wenn wir später wieder herkommen, dann ist praktisch fast gar kein Eis mehr da. Und ihr seht ja, überall hier im Raum sind diese Haken verteilt, die halt dazu da sind, dass man halt. Bitte, ich brauche Hilfe. Ja, doch, ich komme doch. Da hinten ist noch eine Klappe.
Ja, wenn wir zu oft über dieselben Stellen gehen, wo das Eis natürlich auch brechen. Der Trophäe, genau. Gut. Sehen wir ihn erstmal retten. Der andere ist der da drüben. Ach, da. Da unten ist der, okay. Hier müssen wir später lang. Ich kann erst weg, wenn ich die verdeckten gefunden habe. Geh auch noch nicht weg, Betty. Ich will nur mal kurz hier um die Ecke gucken, weil hier ist noch ein Raum, in dem ich rennen möchte. Betts. Ja, ich komme noch. Wäre doch mal ganz cool, Alter. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Nee. Das ist alles nur Ladung. Noch ein Penguin. Hier sitzt ein Skelett in einem Boot. Okay. Ich bin hier drüben. Ja, doch, ich komme noch Pilze. Unter Wasserpflanzen oder was ist das? Die sind unter Wasserpflanzen. Okay. Hier. Ja, doch. Ich bin hier drüben. Okay, jetzt können wir ihn retten. Die Waffe. Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Bleibt jetzt da drauf oder was? Man nicht während des Scenes auch gehen? Anscheinend nicht. Hm, jetzt springt er auch noch ins Wasser. Warum ist er jetzt ins Wasser gesprungen? Ja, jetzt passiert, seht ihr mal, was passiert. Das war jetzt natürlich nicht so, wie wollt, dass der da drin springt. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Ich verstehe jetzt nicht, warum der jetzt nicht vom Boot runtergestiegen ist. Ah, doch, jetzt ist er runtergestiegen, na toll. So, dann können wir jetzt zu Fries gehen.
Hallo? Direkt von hier da hoch? Nee, kann man nicht, warum nicht? Ja, hast du Schiss oder was? Oh nein, was machst du denn jetzt? Oh. Haben wir dir etwa nicht gesagt, dass das passieren würde? Sorry, müssen wir vergessen haben. Vielleicht sollen wir nach einem Büchsenöffner suchen. Ach, was egal. Durch Sicherheitstor kommt ohnehin niemand. Du bist da gefangen. Du solltest dich einfach umdrehen und zusehen, dass du verschwindest. Ja, an dem Ding kommst du nicht vorbei. Gehört zum Besten, was Vayntech zu bieten hat. Bloß Vayne persönlich steht. Wie hat er das gemacht? Du hast gesagt, er kommt nicht durch. Halt's Maul und geh. Kriegt das nicht hin. Dieser Kombo. Ich weiß nicht, was ich noch machen muss, um diese Kombo zu erreichen. Okay, hier ist auch wieder alles. Oh, wir doch kaputt machen. Nee. Hier ist. Das Schallwetterraum. Dauert sehr lange anscheinend, bis ich das. Regeneriert hat. Ist hier irgendwo. Da sind halt Titankanister. Da hinten seht ihr im Tank da in dem Schaukasten. Da ist Mr. Freeze. Und hier ist irgendwo soll hier ein Titanbehälter rumstehen.
hinten, alles klar. Wollen wir mit ihm reden? Ja, wie ihr seht, hat Pinguin das irgendwie geschafft, ihn lahmzulegen und ihm seinen Anzug auszuziehen und so weiter. Und hier haben wir eine Karte. Haben wir die scannen? Nee. Dann gehen wir mal hinter die Wand und gucken mal. Aha, okay, hier ist der riesige Söldner. Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Und der hat jetzt eine... Die wollen wir natürlich überlassen, weil ich den hören will. Okay, und jetzt können wir ihn verhören. Wie sehr muss ich dir wehtun? Nein, nicht. Ich rede. Daran habe ich nie gezweifelt. Gut. Wie gesagt, das sind russische Söldner hier. Der hier hat halt eine Sichel, der andere hat einen Hammer, was natürlich ein Hinweis auf die sowjetische Fahne ist, die Sichel und einen Hammer als Symbol hatte. Ja, hier geht's noch nicht. Ja, wenn wir da hinten den Titankanister kaputt machen. Hier ist ein, kann man den scannen? Nee. Dieser vorletzte, der letzte dauert noch etwas, bis wir den finden können. Aha, hier haben wir eine. Der ist gelb. Skelett wahrscheinlich. Jo. Macht uns jetzt das Tor hier auf, sehr schön. Noch irgendwo hier hinten. Okay, der macht uns das Tor auf. Ja, wollen wir mal horchen, was. Mikrowelle. Ja, der braucht ja seinen Anzug, um halt überleben zu können. Weil er halt Minustemperaturen braucht. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr? Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus.
Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Genau, jetzt müssen wir seinen Anzug holen. Also, sagen wir mal, finden. Hier wird scannen. Nein. Hier sehen wir das. Was haben wir übrigens im Stahlwerk? Im Stahlwerk war ja diese Statue, da hat ja auch dieses klassische Kostüm, das ist ja Harleys klassisches Kostüm. Wir hatten im Vorgänger, dieses Kostüm aus ihrem Vorgänger können wir auch später auch noch sehen, wenn wir später ins Stahlwerk zurückkehren, um, so, wir haben ja jetzt die ganzen, ja, Dinger, hier ist noch eine Catwoman-Trophäe, da ist noch eine für Batman, also sieht schon ganz gut aus, die hier vorne. News. Achso, nee, hier müssen wir jetzt hin, in den Raum. Hier scheint nichts weiter zu sein. Nee, kann aber eigentlich auch nicht sein, oder? Hier vorne, hier sind noch drei und ein Scan. Aber jetzt sind, hier ist noch ein Scan, da ist noch ein Scan. Da ist noch eine Trophäe. Okay. Wo sind wir denn gekommen? Nee, da müssen wir jetzt hin. Was war denn das hier für ein Raum? Hier müsste auch noch eine sein. Also der war noch nicht für das ganze Museum, der Typ, oder was? Hier müsste auch noch eine sein. Ja, das ist der Eingang hier, ja. Hier muss noch irgendwas zum Scannen sein. Ach ja. Das ist Jokers Haustier. Da gibt es auch wieder einen. Guck mal da durch, mal was leiden. Hier noch leiden. Ohne Karte gucken. Da um der Ecke und da. Noch vor uns. Da oben irgendwo. Hier ist noch irgendwas zum Scannen. Ah. Brüder in Waffen. Ja, das hier geht es um diese, was ich euch gerade erzählt habe, um diese Zwillinge hier. Abramowitsch-Zwillinge.
Sollen wir nochmal gucken hier bei Mr. Freeze sein. Aber hier, warte mal, Moment. Mal von hier hinten noch? Och, nee. Ach, da, hier in der Schatztruhe, seht ihr? Charaktertrophäe, ja. Charaktertrophäe heißt, wir können uns im Menü die Charaktere alle mal angucken. Da haben schon einige freigeschaltet übrigens. Und jetzt müssen wir genau auf die andere Seite von diesem Wasserraum hier. Ist ja wieder nicht gesprungen. Nein. Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. Eben so. Hallo Batman, hörst du mich? Aber ja. Natürlich. Dachte, du könntest beim Eislaufen noch ein bisschen Unterhaltung vertragen. Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, leck mich. Das Schweinchen steckt voller Leben. Gut, hören wir ihm beim Quieken zu. Oh, komm schon! Der ist nicht darauf gegangen. Das ist ja gemein, ey. Oh. Und ich dachte die ganze Zeit, es würde schwierig werden. Schafft ihn hier raus. Mann, ey. Das war jetzt gemein. Ich war auf dem Floß und er ist einfach in der Luft hängen geblieben. Ja, wie gesagt, diese ganzen Typen sind alle ein bisschen krank. Einer von Cobblepots Leuten hat gesagt, dass er Mr. Freeze in der Kommandozentrale eingesperrt hat. Wofür braucht der sowas? Hier haben wir jetzt einen Raum mit bewaffneten. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Genau. Keine Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Hier sind drei. Aha, hier. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. Ist das doch so ein Grüner, den man verhören muss? Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mir Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Ja, das ist auch ein Grüner. Den dürfen wir also, müssen wir erst ganz zum Schluss. Zuhören! Pinguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Dann her mit dem Geld. Er gehört mir.
Ja, hier sind wir auch. Was zum Teufel ist hier los? Hier die Gargoyles. Ja, den müssen wir überlassen. Den brauchen wir später. Ich sichere die Brücke. Du kannst dich im Dunkeln so lange verstecken, wie du willst. Ich sehe dich trotzdem. Da drauf ist niemand. Seien Sie leise, dann sind Sie sicher. Hallo, Batman. Das macht mich sehr unglücklich. Er lässt euch wie ein paar Trottel aussehen. Schnell hier weg. Okay, da sind immer noch zwei. Da ist der Anzug. Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Ah, okay. Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Hier, sehr schön. Okay, es sind noch drei. Hier drüben liegt noch einer. Es sind noch drei. Oh nein, du auch? Oh Gott, wach auf! Ja, Batman tötet ja natürlich seine Feinde nicht, sondern er... Das nur. Was ist los? Willst du nicht wirklich wissen? Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Jetzt bist du wohl meine Geisel. Sie nehmen Geiseln. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Ich habe hier einen tollen einarmigen Söldner, der darauf wartet, runterzukommen, um euch zu zeigen, was mit Versagern geschieht. Soll ich so einen Käfig aufmachen? Okay. Keinen Schritt näher. Hast du mich gehört? Ich leg die Geißel um. Ich mein's ernst. Wo ist der andere? Ist der Grüne. Wo zum Teufel ist der hin? Die Grünen wollen wir ja nicht ausschalten. Ach, da ist. Nee, das. War da nicht gerade nicht noch einer? Ach, hier, da ist der. Okay. Lasst mich nicht. Muss ja so passen, die dürfen. Das verzeih ich euch nicht. Kapiert? Die beobachten sich da jetzt ein bisschen. Ja, den Grünen müssen wir zum Schluss ausschalten, weil ich ihn ja verhören muss. Aber ich tue es. Ich jag der Geißel eine Kugel in den Kopf. Ich mein's ernst. Ja, du mich auch. Der wäre jetzt an einer schönen Stelle, aber wie kommt man da hin? Der ist da, ohne dass mich jeder bemerkt. Nur noch drei übrig? Was ist das? Irgendein bescheuerter Tanzwettbewerb? Leg ihn um! Okay. Der nächste, oh. Schnell hier ein Gitter. Hä? Hier drüben ist jemand. Mann ausgefallen! Gleich noch die beiden Trophäen abgesahnt.
Nein, du bist noch nicht dran. Vergiss es. Regle das alleine. Hört zu, wenn ihr ihn nicht aufhaltet, schicke ich jemanden zu euren armseligen Familien und sorge dafür, dass ihnen gehörig wehgetan wird. Dann lasse ich sie bei euch anrufen und um ihr Leben betteln. Dann. Sobald ich dich sehe, ist die Geißel tot, Batman. Verdammt. Wir haben Geiseln. Bleib ja weg von uns. Sagst mir jetzt alles, was du über Riddler weißt. Riddler? Ja, kein Problem. Also, den Raum haben wir ganz gut gelöst, finde ich. Wir wurden nicht entdeckt. Was ist da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir! Neue Jägerverbesserung. Hey. Ja. Okay. Aber bezieht sich hauptsächlich auf diesen Raum scheinbar. Das heißt, hier müsste hier noch irgendwo einer hier vorne sein. Habe ich den irgendwie aus Versehen mit ausgeschaltet oder so? Weil hier müsste ja doch eine Trophäe drin sein oder irgend sowas. Weil da waren wir noch nie in dem Raum. Ja, da ist eine. Sind Catwoman-Trophäe. Was wir zum kaputt machen. Ja, wir retten jetzt erstmal die Typen, dass wir besser sehen können auf der Karte. Ja, hier haben wir einen Mammut. Ich habe gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom, Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab ihre Akte gelesen. Hast du? Ich meine, natürlich, Sir. Cobblepot hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Cobblepot hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten Sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. So, jetzt können wir Waffen ausschalten. Freeze-Sicherheitsunterbrecher. Damit können wir jetzt Waffen ausschalten. Okay, zuhört. Muss man den eigentlich scannen? Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt nee, aber hier oben ist eine. Hier ist eine Catwoman-Trophäe. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Ich will Rache. Die kriegst du. Wir schnappen uns Waffen und warten hier, bis Batman den Rest von unserer Gruppe hat. Dann zahlen wir es Cobblepot heim. Genau, dann. Schnapp dir eine Waffe und geh auf Patrouille. Kein Problem. Sanchez, sichere den Haupteingang. Sorge dafür, dass wir hier. Hört ihr mal bitte auf zu quatschen? Wenn ich einen von den Bastarden sehe, ist er tot. Wir machen's nach vorne. Ist ja gut. Gordon hätte das so gewollt. Wir sind besser als diese Leute. Sind die Aufgaben, die ich dir gestellt habe, noch nicht schwierig genug? Lass das liegen, das ist nicht für dich. Genau, wenn man versucht, die einzusammeln. So, hier sind zwei Pinguine, haben wir ja gesehen auf der Karte. Irgendwo da. Mal eins.
Der zweite ist etwas rechts. Irgendwo hier. Da. So, und hier sind jetzt noch zwei Trophäen irgendwo versteckt. Eine hier. Bisschen Öffnungsmäßig gibt's. Nee, da unten. Ist ja fabelhaft. Die haben verdammte Raketenwerfer. So, und der andere ist was rechts von uns. Okay. Wo da hinten? Warte mal, ich glaube. Haben wir hier? Interferenzgeneratoren. Man muss nur einen Schalter umlegen und schon wird aus einem technisch perfekt ausgerüsteten Angreifer ein Höhlenmensch, der Schutz im Dunkeln sucht. Das scheint irgendein Ausrüstungsteil dort zu sein, keine Ahnung. Da. Okay. Irgendwo hier. Vermutlich da oben oder wie? Ah, man kann rüberspringen, okay. Wie gehen wir nach oben? Ich glaube, die ist da oben. Ach, da, aha. Da wir ja schon die Distanzgeschichte ausgerüstet haben. Hat schon Minen. Artefakt. Da brauchen wir natürlich die. So, und jetzt haben wir noch eine. Da, so schräg. Aha. Das geht nicht. Und clevererweise ist es so gut, dass man es auch nicht mit einem Dings holen kann. Ja, hier können wir, wie gesagt, mit dem Strahl können wir noch nichts machen. Also müssen wir den Reich wieder verlassen. Ich denke mal, der Part wird doch schon wieder lang genug sein, jawohl. Wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Vielleicht muss ich ihn wieder cutten in zwei Teile. Ja, hier sehen wir die Flugsaurier. Ja, wie gesagt, hier ist der Freeze-Anzug. Ich wünschte, ich wäre schon als kleiner Junge hergekommen. Tja, jetzt mal gemacht. Ja, hier sind Waffen. Der hat ja. Was zum Teufel ist das? Nein, das kann nicht sein. Er hat irgendein Funkstörsystem vom Militär. Ja, ich denke mal, wir beenden hier den Part, weil, wie gesagt, der musste schon weit über die Länge sein, eigentlich. Bevor zu lang wird, denken wir, beende ich das hier jetzt. Anscheinend beginnt das Eis aufzutauchen. Genau, jetzt schmilzt das Eis, jetzt brauchen wir unbedingt den Dings da. Und ja, im nächsten Part werden wir vorbeigehen in der Iceberg Lounge. Und bis dahin
Auf Wiedersehen, meine Freunde. Hallo?